Um nicht in Panik zu verfallen, falls der Laptop oder Computer während dem Schreiben kaputt wird und somit die ganzen Daten möglicherweise für immer verloren gehen, ist es sehr wichtig, die Arbeit extern, das heißt außerhalb des eigenen Computers, zu sichern. Das Sichern ist auch nützlich, um auf verschiedenen Geräten an der Arbeit arbeiten zu können. Am besten geeignet dafür sind Lösungen, die geänderte Daten automatisch sichern. Generell ist es sehr empfehlenswert, mehrere Sicherungsmechanismen zu nutzen, damit auch in Extremfällen immer eine Kopie verfügbar bleibt. Eine Synchronisierung dient dazu, dass Dateien zwischen zwei oder mehreren Geräten abgeglichen werden. Dabei haben die Dateien immer den aktuellsten Stand. Das wird vor allem bei Cloud-Diensten angewendet. Bei einem Backup wird die Datei nur auf einem Gerät gesichert. Sie können aber jederzeit wiederhergestellt werden. Wichtig bei den Synchronisationsdiensten ist, dass sie immer die aktuellste Version einer Datei bereitstellen. Deshalb eignen sie sich nicht für die Sicherung älterer Versionen. Backups jedoch können auch mehrere Versionen einer Datei vorrätig halten. Bei beiden Varianten werden die Dateien immer außerhalb des eigenen Computers gespeichert. Eine der einfachsten Sicherungsmöglichkeiten ist es, eine E-Mail an sich selbst zu schreiben. Sie werden immer auch beim Anbieter des E-Mail-Dienstes abgespeichert, wodurch automatisch eine Sicherheitskopie existiert. Für den Zugriff bei dieser Methode muss man sich nur das Passwort der Mailadresse merken, um überall darauf zugreifen zu können. Eine weitere Möglichkeit ist die Arbeit auf einem externen Gerät, also einem USB-Stick oder einer externen Festplatte, zu sichern. Allerdings besteht auch hier die Gefahr, dass die Geräte kaputt werden oder sogar verloren gehen. Man kann allerdings auch Cloud-Speicherdienste nutzen. Diese erlauben den Nutzern, ihre Dateien über eine Internetverbindung auf einem zentralen Datenspeicher abzulegen. Meist integrieren sich diese Dienste bereits so in das Betriebssystem, dass geänderte Dateien automatisch erkannt und hochgeladen werden, sodass bei jedem Speichern auch automatisch eine Sicherung erstellt wird. Die Dateien können auch auf unterschiedlichen Computern bearbeitet werden, ohne dass man sich um die Datenübertragung kümmern muss. Die Dateien können auch meist für andere Personen freigegeben werden. Die bekanntesten Anbieter sind Google Drive, Dropbox oder Microsoft OneDrive. Sie unterscheiden sich im Umfang des kostenlos nutzbaren Speicherplatzes. Google Drive zum Beispiel bietet auch eine Backup-Funktion an.